drei Dinge, die ins Auge gehen können, wenn du zwischen 18 und 28 Jahren alt bist, also noch ziemlich jung bist und deine erste Beziehung hast oder deine letzte Beziehung hinter dir hast und Probleme in der Liebe hast, okay? Wenn du ein bisschen älter bist, schau es dir trotzdem an, weil viele erwachsene Menschen werden älter, aber sie werden nicht reifer, okay? Kommen wir schnell zur Sache. Der erste Punkt ist, du hast deine Kommunikationsfähigkeit nie verbessert. Du weißt nicht, wie man richtig kommuniziert. Du weißt nicht, wie man besser kommuniziert. Du weißt nicht, wie man aktiv zuhört. Das Einzige, was du gelernt hast, vielleicht von deiner Beziehung oder von deiner Familie, wie man sich toxisch verhält, wie man toxisch spricht, wie man toxisch jemanden runtermacht, wie man toxisch jemanden demütigt. Muss nicht sein, dass du das aktiv machst. Aber wir lernen solche Mechanismen und Automatismen und lagern sie in unserem Unterbewusstsein ab. Und wenn es dann Probleme gibt oder wir Triggerpunkte haben, nutzen wir sie gegen unsere Liebsten meistens. Zweiter Punkt, du weißt nicht, wie Selbstfürsorge geht und du kennst dein Selbstwertgefühl nicht. Viele Leute heutzutage laufen mit einem sehr hoch gepushten Selbstbewusstsein rum, was ziemlich fake ist, okay? Viele machen auf stark, viele machen auf krass, viele machen auf sehr, sehr, sehr selbstbewusst, aber sie sind nicht wirklich cool innerlich, okay? Baue dir ein gesundes inneres Selbstbewusstsein auf. Meditiere, bete, lese. Mache Sport, mache das, was dir Spaß macht. Sag gerne mal deine Meinung, mach Journaling. Schreibe dir abends auf, was für dich gut ist, was für dich schlecht ist, was du gut gemacht hast, was du schlecht gemacht hast. Sei selbstreflektiert. Diese Kombination plus Natur plus Reisen wird dein Selbstbewusstsein extrem stärken, okay? Wenn du bis hierhin gekommen bist und den dritten Punkt hören willst, mach vorher das rote Plus weg. Lies mein Buch Gute Menschen verlieren nie. Ist es auf dem Kopf? Ah, so. Lies mein Buch Gute Menschen verlieren nie. Der Sieg beginnt im Kopf hier. Diese Tipps gebe ich dir darin und viel, viel mehr. Dritter Punkt. Viele Menschen heutzutage sind zu stolz, um Hilfe anzunehmen, okay? Du sollst nicht durch die Welt laufen und deine Hand aufhalten und jeden anbetteln. Aber wenn du Hilfe brauchst, dann hole sie dir. Frag danach. Frag nach Unterstützung. Wenn du etwas nicht schaffst oder wenn etwas zu viel wird, lerne nach Unterstützung zu fragen. Ich weiß, viele von uns haben von unseren Eltern gelernt, man ist zu stolz, um nach Hilfe zu fragen oder sonstiges. Aber Gott hat uns nicht als einzelne Personen geschaffen, sondern als Gemeinschaft geschaffen. Und deswegen sollten wir zusammenhalten, miteinander arbeiten und auch gerne mal nach Hilfe fragen. Okay? Wenn du das gelernt und akzeptiert hast, dann hast du etwas gelernt für deine nächste Beziehung. Und bei deiner nächsten Beziehung kannst du drei Punkte schon mal ausschließen, dass es an dir lag, dass die Beziehung zu Ende gegangen ist, okay? Pass auf, Joe, mein Name ist Kianimos, ich bin vierfacher Bestsellerautor und danke dir für deine Zeit.